Hallo mal wieder und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Ich gehe mal wieder auf Reisen und zwar habe ich mir gedacht, mache ich einen kleinen Roadtrip, weil ich am Wochenende auf einem Seminar bin, also Samstag und Sonntag. Und ich werde schon Freitag losfahren, das geht nämlich nach Offenburg. Dort findet ein Seminar zum Thema, ich würde es mal so zusammenfassen, Motivation. Motivation und das Letzte aus sich rauszuholen. So in der Art kann man es, glaube ich, beschreiben. Das Seminar wird von Christian Bischoff veranstaltet und geht wirklich komplett 2 Tage, also Samstag und Sonntag, von morgens 8 Uhr bis abends 21 Uhr bzw. 19 Uhr am zweiten Tag. So, ich habe mir ein Apartment bei Airbnb schon gemietet für 2 Tage und ich überlege, ob ich das noch um einen Tag verlängere, weil ich mich dann noch in Straßburg aufhalten könnte. Montag soll das Wetter ja auch wieder besser werden und Straßburg liegt nur ungefähr von dem Ort, wo ich mich befinde, 20 bis 30 Minuten entfernt. Das heißt, es würde sich ja lohnen, da noch einen kleinen Fotoabstecher zu machen. Ja, das überlege ich jetzt noch und ich werde mich jetzt an die Route dran machen, ein bisschen planen. Mal schauen, wo ich noch ein paar Fotostops machen kann. Ich fahre zum Beispiel bei Heidelberg vorbei und ein paar andere Städte natürlich, logischerweise. Und werde mal schauen, was ich da so finde, was ich da so fotografieren kann. Ich hoffe natürlich auch, das Wetter spielt dann mit. Ja, auf jeden Fall nehme ich euch mit und ich wünsche euch viel Spaß. So, meine Route ist soweit geplant. Ich hoffe, das kann man ja gut erkennen. Also hier oben ist der Start hier in Dortmund. Und dann geht es hier runter, weiter runter an Frankfurt vorbei und dann habe ich hier den ersten Stop so zumindest eingeplant. Also wenn ich irgendwas Schönes sehe, werde ich natürlich auch vorher schon mal halten. So, hier haben wir dann Schloss Heidelberg. Das ist mein erstes, ja, offizielles Ziel, sage ich mal. Hier, das sieht eigentlich ganz nett aus, würde ich sagen. Und Heidelberg soll ja auch so eine schöne Stadt sein, deswegen werde ich da mal stoppen, besser gesagt. Hier haben wir auch noch einen schönen Fluss und da werde ich mal schauen, ob ich hier vielleicht über die Brücken ein cooles Foto hinkriege. Sieht bestimmt ganz nett aus, denke ich mal. Ja, und dann geht es weiter. Dann fahren wir wieder hier auf die Bahn irgendwann drauf. Und dann geht es hier weiter runter. Wie gesagt, also falls ich auf der Route sonst irgendwas Schönes am Rand sehe, werde ich dann natürlich sowieso immer halten. Was haben wir denn hier noch? Genau, hier in Karlsruhe komme ich vorbei. Da werde ich aber wahrscheinlich nicht halten. Sondern der nächste Stop ist dann erst genau hier. Das fand ich eigentlich auch ganz cool. Das sah hier so cool aus mit dem Wasser. Muss in der Realität natürlich nicht unbedingt super toll aussehen, wie ich mir das jetzt hier gerade vorstelle. Aber ich fand das ja auch ganz cool hier mit dieser Brücke. Dass man hier über diese Brücke fährt, hier mit Wald am Rand. Und das ist dann hier auch dann irgendwie noch ein See. Und das fand ich irgendwie ganz cool. Das werde ich mir mal anschauen. Und dann drehe ich hier die Schleife und könnte dann hier auf die Bahn drauf fahren. Oder aber ich fahre hier einfach weiter und könnte dann nämlich hier Richtung Baden-Baden reinfahren. Soll ja auch schön sein, habe ich gehört. Muss ich mir mal überlegen, ob ich das da noch schaffe. Das werde ich mir dann genau... Oh, jetzt habe ich es hier verschoben. Genau an dieser Stelle werde ich mir das dann hier auch überlegen, ob ich dazu Lust habe oder nicht. Ja, und ansonsten fahre ich dann auch weiter und dann bin ich auch schon fast da. Dann gibt es hier eine kleine Kurve, zack, zack. Und dann bin ich hier am Zielort angekommen. Genau, und hier unten ist dann die Messe, das habe ich auch mit dem Sternchen hier markiert. Da findet dann die eigentliche Veranstaltung statt. Und hier oben ist dann mein Apartment. Der Ortskern ist, glaube ich, hier irgendwo. So viel ist ja eigentlich auch nicht. Genau, hier ist, glaube ich, so der Ortskern, wo ein paar Geschäfte sind. Hier gibt es eine Max-Wenck-Treppe. Weiß nicht, ob das sehenswert ist, aber werde ich auf jeden Fall auch mal vorbeilaufen. Ein McDonald's ist auch schon mal da, ist auch sehr gut. Supermärkte sind natürlich auch da, ist klar. Ja, so sieht meine Reiseroute aus. Und wenn wir uns das nochmal hier weiter anschauen, gehe ich mal wieder in den anderen Modus. Hier ist also mein Apartment. Und hier, wo ist es denn jetzt? Genau hier oben ist dann Straßburg. Also auf dem Rückweg werde ich dann hier lang fahren, werde dann hier weiterfahren, durch Kehl durch. Und dann werde ich mir irgendwo hier einen Parkplatz suchen. Und dann werde ich da mal so ein bisschen rumlaufen. Ich werde mich wahrscheinlich hier nur, denke ich mal, hauptsächlich hier so in dem Mittelfeld hier aufhalten. Ich will jetzt hier nicht den ganzen Tag bleiben. Und dann geht es auch schon wieder
zurück. Eine ähnliche Route, denke ich mal. Vielleicht fahre ich dann ja auch noch nach Baden-Baden rein, je nachdem, ob ich das auf der Hinreise geschafft habe. Und dann schauen wir mal, was so los ist. Ja, guten Morgen. Heute ist der Abreisetag und es gibt jetzt gleich mal ein tolles Frühstück. Ich werde mir so ein paar Sonntagsbrötchen machen. Und eigentlich habe ich mir gedacht, mache ich mir da noch Spiegelei und Speck dazu. Aber den Speck lasse ich jetzt weg, denn ich habe noch hier gefunden eine Avocado, die man wecken muss, bevor ich losreise. Und das wäre mir dann ein bisschen zu viel Fett gewesen. Deswegen lasse ich den Speck weg und mache mir die Avocado drauf und ein bisschen Schinken und Pute und sowas. Und ja, und dann geht es auch schon los. Wir haben jetzt gleich 9 Uhr. Um 10 Uhr wollte ich losfahren. Ich muss mich noch ein bisschen fertig machen hier, wie man sieht. Und dann sage ich mal, bis gleich. Diese Sonntagsbrötchen sehen echt schon lustig aus. Sehen irgendwie aus wie so Plastik. Bälle, keine Ahnung. Ich bin übrigens sehr erfreut darüber, dass ich diese Vanilla Coke endlich in Dosen gefunden habe. Die kommen natürlich erstmal mit. Logisch. Also, die habe ich übrigens nicht bei mir zu Hause gefunden, sondern im Pennymarkt. So, ich habe jetzt gerade noch Altpapier und Altglas weggebracht. Ich dachte, bietet sich ja an. Da habe ich sowieso im Auto gehabt und ich fahre hier dran vorbei. Und ja, jetzt geht's los. Ich werde jetzt die Route starten und dann fahren wir mal Richtung Heidelberg. Das wäre der erste Stop. Zumindest der offizielle erste Stop. Vielleicht halte ich noch vorher, wenn ich irgendwas Schönes sehe. Das werde ich dann spontan entscheiden. Ich habe jetzt nach einer halben Stunde meine erste Rast gemacht, weil ich natürlich auf Toilette musste. Und bei der Gelegenheit habe ich dann auch 6 Sanifair-Gutscheine, die ich schon über, keine Ahnung, mehrere Jahre gesammelt habe, eingelöst und habe mir davon natürlich einen Kaffee geholt. Und zwar diesen hier. Wo ist er? Hier, den hier. 3 Euro hat der gekostet, also 6 Scheine halt. Und ich war gerade schon auf einem Rastplatz, habe da gehalten, wollte da auf Toilette gehen, aber die Toilette war natürlich wegen Wartungsarbeiten geschlossen und der nächste Rastplatz war komplett gesperrt, weil da irgendwie der komplett umgebaut wurde oder so ähnlich. Na, ich fahre jetzt weiter. Wie gesagt, ich bin jetzt erst 40, 50 Minuten gefahren und ich brauche noch ein bisschen. Ja, bis gleich, ciao. So, ich bin mal kurz rechts rangefahren, aber eigentlich nur, um meine Cola zu öffnen und meinen Akku wieder aufzuladen von dem Handy, was mich hier momentan navigiert. Ja, wir sind noch nicht so weit, ne? Wir sind hier bei, kann man gar nicht lesen, ist zu dunkel. 1 Stunde 47 fahren wir noch bis Heidelberg und diese Dose öffne ich jetzt gleich. Und hier höre ich auch parallel schon den Podcast von Christian Bischoff, auf dessen Veranstaltung ich mich jetzt am Wochenende befinde. Ich bin jetzt am Heidelberger Schloss hier angekommen und habe hier geparkt, habe aber keinen Parkschein gezogen, weil ich erstmal dringend eine Route suchen musste. Ich wollte jetzt nicht hier in den Wald gehen oder so. Und habe ich jetzt zum Glück hier ein Restaurant gefunden, war auf Toilette. Jetzt gehe ich wieder zurück zu meinem Auto. Ich hoffe, die haben da irgendwie nicht einen Strafzettel verpasst oder mir sogar das Auto ausgeräumt oder so in der Zeit. Weil ich habe da noch meine ganzen Sachen drin. Die hole ich jetzt natürlich jetzt noch raus. Ja. Und dann mache ich mich mal auf den Weg und erkunde mal hier so ein bisschen die Gegend. Bis gleich.
So, da bin ich wieder. Ja, das ist doch gut. Ja, das Parken kostet übrigens 50 Cent für 20 Minuten. Ich habe jetzt auf meinen Parkschein, ich habe 2 Euro reingeworfen. Und habe jetzt eigentlich noch eine halbe Stunde Zeit ungefähr. Aber ich bin soweit durch. Ich bin jetzt nicht ins Schloss reingegangen, es hat nochmal Eintritt gekostet. Aber hat mich jetzt auch nicht so interessiert. Es hat mir gereicht, wenn ich da außenrum quasi laufe und mir das Schloss dann von außen anschaue. Ja, ist das schön. Das Wetter hat allerdings nicht so mitgespielt, wie ich mir das erhofft habe. Deswegen sind die Fotos jetzt eher, würde ich sagen, langweilig geworden. Vielleicht blende ich hier mal ein paar ein, wenn ich die schon zum Zeitpunkt des Videos fertig habe. Ansonsten seht ihr es vielleicht später. So, ich fahre jetzt weiter. Nächster Stop ist, weiß gar nicht, welcher Ort das ist. Aber auf jeden Fall an irgendeinem See mit einer Brücke. Habe ich euch ja schon am Anfang des Videos gezeigt. Und eventuell dann baden. Aber muss ich mal schauen, wie es jetzt mit der Zeit aussieht. Ja, ich werde jetzt noch meine Brötchen essen. Hier mit Schinken und Avocado drauf. Ja, dann sagen wir bis gleich. Ciao. So, kleiner Zwischenstopp hier beim Edeka. Sieht man uns da. Eigentlich wollte ich in ein Café, also in einem Café Halt machen. Hatte ich mir vorher ausgesucht, hier in der Nähe von Baden-Baden. Das Café existierte aber irgendwie nicht, das war eine Autobahnkirche. So, keine Ahnung, was anderes war da irgendwie nicht. Und dann war da so ein, hatte ich mir vorher ausgesucht, eine schöne Brücke, die über einen Fluss oder über so einen See führte. Das war aber irgendwie so ein See, wo gerade gebaggert wird. Wahrscheinlich wird er gerade noch gebaut oder so ähnlich. Sah auf jeden Fall nicht schön aus. Da wollte ich ins Café, das war mir jetzt aber zu klein und deswegen habe ich hier den Edeka gesehen und dachte mir, da hole ich mal eben ein paar Sachen für heute Abend. Und ja, genau. Deswegen werde ich jetzt erstmal hier kurz einkaufen gehen, dann hole ich mal hier einen Kaffee. So, ciao. Die Toilette brauche ich auch. Ja, ein super Edeka war hier. Die haben sogar eine Toilette, eine Kundentoilette. Das fand ich schon mal sehr gut. Ja, ich habe mir jetzt hier einen Salat gekauft und zwei Schokodrinks. Salat esse ich heute Abend und einen Schokodrink trinke ich dazu. Und ja, den anderen Schokodrink werde ich dann morgen zum Frühstück halt trinken. Ich hoffe mal, auf dem Seminar gibt es was zu essen, aber muss es ja nicht geben. Also wenigstens müssen die was anbieten, dass man sich da kaufen kann. Ein paar Snacks, weil man kann ja nicht davon ausgehen, dass man da den ganzen Tag verbringt, 12 Stunden und dann irgendwie nichts isst. Das geht ja nicht. So, ich trinke jetzt hier meinen Mate-Tee auf dem Rest des Weges und ich bin auch schon ungefähr eine Stunde da. Bleibt dran. So, ich bin jetzt angekommen hier in meinem Airbnb-Apartment. Schlüssel wurde hinterlegt, konnte ich also aus dem Schlüssel-Safe rausholen. Und ich spreche jetzt hier ein bisschen leise, weil ich nicht weiß, wie dünn die Wände sind. Ich sage zwar nichts Schlimmes, aber trotzdem finde ich das ein bisschen komisch. Egal. Also hier gibt es ein Gemeinschaftsbad und eine Gemeinschaftsküche. Das Bad ist allerdings für alle Zimmer gedacht. Also hier sind, glaube ich, 4 von 6 Zimmern belegt. Und dann muss ich das Bad halt dann teilen. Ich habe dann oben so eine Tafel, zeige ich euch gleich bestimmt auch nochmal, wo man halt dann seine Uhrzeiten eintragen kann, wenn man das Badezimmer benötigt. Ja, ansonsten kann ich euch mal hier mein Zimmer zeigen. Ja, hier ist die Eingangstür und dann sieht das hier so aus. Achso, hier muss man essen für später. Dann hier das Bett. Fernseher gibt es auch. Kronleuchter ist auch dabei. Fenster nach draußen natürlich. Hier noch ein Schrank. Interessanten Koffer da oben. Ein Käfig. Und ja, hier noch eine kleine Sitzecke. Und ja, hier wahrscheinlich Wasser. Ich denke, das kann man trinken. Hier steht drauf zum Vernaschen. Und dann hier noch ein Deko-Element, schätze ich mal. Ja, ich werde jetzt erstmal gucken, wie ich am besten hier in den Ortskern komme, um dann da noch ein bisschen die Stadt anzugucken. Achso, bei meinen Schlüsseln lag auch noch dieser Zettel hier. Da steht drauf, es liegen 3 Schlüssel unter dem Sitzkissen. Ja, ich habe hier nachgeguckt. Ich habe jetzt hier keinen Schlüssel gefunden. Aber ich habe ja auch Schlüssel. Also brauche ich eigentlich auch keinen mehr.
Vielleicht war das einfach nicht für mich bestimmt, sondern noch ein Rest vom Vorgänger oder so. Ja. Ich habe aber meinen Schlüssel. Also von daher passt das. Wundert euch jetzt wahrscheinlich, warum ich so beleuchtet bin. Aber mein Zimmer ist tatsächlich so beleuchtet. Hier, schaut. Da, das ist meine Beleuchtung. Das ist rötlich. Ja, ich habe auf jeden Fall Hunger. Ich habe mir was Leckeres zu essen geholt. Von McDonald's. Und ich habe noch ein Brötchen hier von, gut, als ich unterwegs war. Das heißt, diesen Salat hier, den werde ich dann erst beim Frühstück zum Frühstück essen. Ich hoffe, der hält sich hier so. Aber wird schon passen. Ihr glaubt nicht, was gerade passiert ist. Es hat gerade geschellt. Und ich dachte mir, es ist ja so privat per Airbnb. Und da kann ich ja nicht einfach aufmachen und irgendjemand reinlassen. Ja gut, dann hat es aber halt nochmal geschellt. Ich dachte mir, ja, vielleicht kommt da irgendwie ein Gast nicht rein. Ja, bin ich halt da vorne hingegangen, hab dann aufgemacht. Und er hat mir halt dann den Namen gesagt und hat gesagt, dass der Schlüssel irgendwie fehlt. Der wurde draußen nicht hinterlegt. Habe ich aber das abgeglichen mit der Tafel, wo die Namen draufstehen, wer hier so halt übernachten sollte. Und da stand sein Name dann zum Glück auch drauf. Also konnte ich sicher gehen, dass das auch wirklich jemand war, der hier auch gebucht hat. Nee, also alles gut, aber man hätte auch jemand hier die ganze Bude leer räumen können oder so, ne? Was weiß ich. Ja, so, ich gehe jetzt mal ins Bett. Genau, wollte ein bisschen schlafen, denn morgen früh geht's los. Ab 7.15 Uhr ist Check-in quasi und ich denke mal so, ab 7.40 Uhr werde ich hier losfahren. Da hat man immer noch eine Stunde Zeit, Parkplatz zu suchen, reinzukommen und so weiter. Ja, und frühstücken muss ich morgen früh auch noch, deswegen. So, guten Morgen, jetzt gibt's jetzt ein Frühstück. Lasst rein. Also ich werde jetzt hier noch dieses weiße Pulver konsumieren, damit es mir auch gut geht. Ich nehme das gerne durch die Nasenschleimhäute auf. Nicht wie andere, löse es irgendwie Traubensaft oder so auf. Durch Nasenschleimhäute wird das viel schneller im Blut aufgenommen. Nein, Spaß. Nein, das ist hier Kreatinpulver natürlich. Und ich habe hier Traubensaft. Wo ist er? Da. Traubensaft. Und werde da jetzt ein bisschen hier auflösen und das dann einnehmen. Also 5 Gramm Kreatin nehme ich momentan ein. Sieht aus wie so ein Wein am frühen Morgen. Sieht gar nicht müde aus. So, ich bin dann theoretisch fertig. Ich warte so 20 Minuten. Ich nehme nämlich noch den Heiko mit, der gestern zu spät gekommen ist hier. Und dann fahren wir dahin und ja, müssen dann noch irgendwie einen Parkplatz suchen. Ab 7.15 Uhr ist Check-in. Wir haben jetzt 7.30 Uhr gleich. Und 8.45 Uhr geht's dann wirklich los. Ich werde natürlich da nicht filmen können, das wird wahrscheinlich verboten sein. Ich nehme die Kamera auch nicht mit. Aber gucken, wie ich zwischendurch habe mit dem Handy was auffangen kann für euch. Bis später. So, heute ist jetzt Tag 2 des Seminars. Feedback dazu gibt es allerdings entweder heute Abend oder morgen erst in diesem Vlog. Ja, ich werde jetzt ein bisschen frühstücken. Ich habe mir hier gestern schon noch bei Burger King einen Hamburger geholt, das ist mein Frühstück jetzt, weil gestern hatte ja im Endeffekt alles zu, also man hatte nicht die große Möglichkeit, irgendwie einzukaufen. Es sei denn, ich hätte in der Mittagspause, wäre ich zum Supermarkt gelaufen, aber beziehungsweise war sogar da, aber ich habe halt nur da Sachen gekauft, die ich dann direkt gegessen habe und habe natürlich nicht dran gedacht, dann für den nächsten Tag einzukaufen, fürs Frühstück. Also Hamburger und mein Schokodrink. Und Notiz an mich,
nächste Mal, für die nächste Reise auf jeden Fall mehr Schokodrinks kaufen. So, zweiter und letzter Tag des Seminars auch vorbei. Und es gibt mal wieder einen Burger King. Ich habe da so eine Umfrage gestern ausgefüllt. War schon auf diesem Kassenbon drauf. Und wenn ich eine ausfülle, kriege ich dann so einen Whopper umsonst, wenn ich noch eine Pommes und eine Cola dazu nehme. Habe ich gemacht, deswegen habe ich jetzt einen Whopper gratis. Den esse ich jetzt und die Pommes hebe ich mir morgen früh zum Frühstück auf. Ja. Danke. So, ich bin jetzt wieder im Auto, habe gerade ausgecheckt aus dem Apartment, aus der Villa Luis hier in Offenburg. Und ich fahre jetzt Richtung Straßburg. Ich brauche 35 Minuten, das heißt, ich bin um 8:30 ungefähr da. Ich werde aber in Kehl, das ist die Stadt quasi, die vor Straßburg ist, also noch in Deutschland. Da werde ich einen kleinen Stop machen, wenn das Wetter ganz gut ist. Da ist nämlich eine Brücke. Dann wollte ich schauen, ob ich über die Brücke einfach mal so fotografieren kann. Also die Skyline von Straßburg sozusagen. Ist natürlich nur interessant, wenn das Wetter auch einigermaßen mitspielt. Das Wetter in Straßburg soll aber laut Google-Bericht sehr gut sein. Nicht so wie hier in Offenburg, wo ich jetzt gerade noch bin, da soll das Wetter nicht so gut sein. Dann würde ich mal sagen, geht's los. Ich habe Frühstück gefunden. So, ich habe jetzt gerade bei McDonald's gefrühstückt. Es war okay. Hatte mir so ein McMuffin Chicken Bacon Teil mit einem Cappuccino geholt. Ja, war ganz okay. Was ich da gerade gesehen habe im McDonald's war... Der war sehr fortschrittlich, muss ich sagen. Es gab so Bestellterminals, da konnte man halt seine Bestellung eintippen an so einem Touchscreen und konnte dann auch direkt bezahlen. Das habe ich jetzt nicht gemacht, das habe ich jetzt erst beim Rausgehen bemerkt. Habe ich aber echt noch nie gesehen. Dann bezahlt man das und dann bekommt man das Essen einfach an den Tisch geliefert, ohne dass man halt an den, ja, eine normale Bestellung quasi bei den Menschen aufgibt. Ja, was noch kurios war, also ich habe dann normalerweise, oder wie man das halt so macht, ne, normal halt bestellt. Und habe in mein Portemonnaie geschaut und da war ein 5er und ein 20er drin. Dann wollte er natürlich üblicherweise, weil das hat insgesamt 3,59 € gekostet, mit dem 5er bezahlen, hol den 5er raus und denk mir dann, nein, den mit dem 5er bezahlst du jetzt nicht. Alle, die bei Christian Bischoff waren, die wissen warum. Denn Christian hat vorgeschlagen oder hat das auch selber so gemacht, dass er 5-Euro-Scheine sammelt. Und er hat über die Jahre schon, ich weiß nicht, wie viele Jahre er das jetzt schon gemacht hat, über 50.000 Euro an 5-Euro-Scheinen schon gesammelt. Und irgendwie, aber eigentlich habe ich mir nicht vorgenommen, 5-Euro-Scheine zu sammeln, aber irgendwie habe ich da jetzt eine Blockade gehabt und konnte mit diesem 5-Euro-Schein einfach nicht bezahlen. Habe mit einem 20-Euro-Schein bezahlt und habe dann Rückgeld bekommen, unter anderem natürlich wieder einen 5-Euro-Schein. Das heißt, jetzt habe ich schon 2 5-Euro-Scheine im Portemonnaie und noch einen 10-Euro-Schein. Aber irgendwie habe ich da jetzt so eine Blockade, diese auszugeben. Und habe irgendwie das Bedürfnis, die 5-Euro-Scheine zu sparen. Ja, jetzt fehlt mir dann natürlich eventuell Geld. Ich weiß ja nicht, wie viel ich jetzt hier noch brauche in Straßburg. Ja, so sieht's aus. So, okay, aktuelle Strategie. Schauen wir mal nach. Was sagt hier der Navigator? Der sagt, wir sind, ich weiß, was ist das hier eigentlich für ein Symbol? Kann ich jetzt Pac-Man spielen oder was? So, ich bin jetzt hier, das ist der McDonald's. Und kann man das überhaupt erkennen hier? Irgendwie ist das irgendwie unscharf, habe ich das Gefühl. So, McDonald's, genau. Ich fahre jetzt hier hoch, darum. Dann bin ich hier. Da ist ein Café und ein Yachthafen angeblich. Und da kann ich hier quasi über den Rhein schauen und kann dann von da aus auf Straßburg schauen. Also da wollte ich mal gucken, ob man da coole Fotos machen kann. Und dann geht es hier weiter. Dann fahre ich hier rum bis in Straßburg rein. Und hier soll irgendwie so ein Parkplatz sein hier. Da ist ein Parkplatz, daneben ist dann die Kathedrale. Ja, so sieht der Plan aus und das machen wir jetzt. Los geht's. Bis gleich. Was?
Rechts ja, abbiegen auf Karl-Benz-Straße. So, ich habe übrigens die Datenverbindung ausgeschaltet, weil ich ja nicht weiß, wie das aussieht in Frankreich, was ich dann da... Oh, ein bisschen da dran. Oh, boah, nein. Was man dann da so bezahlen muss für die Datenverbindung. Ich weiß nicht, was in meinem Vertrag da drin steht fürs Ausland. Deswegen habe ich die ausgeschaltet. Aber Google kann ja trotzdem, wenn man die Navigation, also die Route vorher eingegeben hat, kann man trotzdem die Navigation starten. Man sollte halt nur nicht vom Weg abweichen, weil eine neue Route natürlich nicht berechnet werden kann. So, los geht's. Bis gleich. Ciao. Zurück im Auto. Ich habe jetzt 3,60 Euro fürs Parken bezahlt für anderthalb Stunden. Das ist soweit in Ordnung. Ich bin so rot. Nee. Ja, jetzt muss ich irgendwie schauen, wie ich hier rauskomme, weil ich habe ja keine aktive Navigation, da ich ja die Datenverbindung deaktiviert habe hier im Ausland. Und muss ich mal schauen, dass ich halt ohne aktive Navigation fahre. Das heißt, ich schaue mir einfach an, wo ich bin und wo ich gerade lang fahre und entscheide dann selbst, wo ich lang fahre. So stelle ich jetzt gerade ein. Und dann geht's los. Ja, Straßburg ist eine schöne Stadt, muss ich echt sagen. Ich habe einige Kathedralen gesehen und auch der Stil, würde ich sagen, ist so, wie ich mir französische Städte halt vorstelle. Ne? Na gut, ich fahre jetzt los. Ciao. So, ich habe einen kurzen Stop gemacht und ein bisschen was gegessen. Das war heute meine zweite Mahlzeit eigentlich, also nach dem McDonald's-Frühstück. War auch nötig und jetzt fahre ich weiter. Und trinke mir noch einen kleinen Energy Drink, der mittlerweile auch schon wieder warm geworden ist. Ja, oh, müde werde ich auch langsam. Sonne scheint, super Wetter und ich sitze im Auto und ja, bis gleich. Ja, es ist jetzt Dienstag. Seminar war ja am Samstag und Sonntag. Ich möchte euch jetzt noch ein kleines Feedback zu dem Seminar geben. Also ich war ja auf dem Seminar, die Kunst, dein Ding zu machen. Und das Seminar ging Samstag los um 9 Uhr und ging bis 21 Uhr. Der zweite Tag ging von 9 Uhr bis 18 Uhr. Also man hat wirklich da die geballte Ladung, wirklich den ganzen Tag Seminar, das zu einem sehr günstigen Preis. Das Seminar hat 99 Euro gekostet. Das ist jetzt das günstigste Ticket, das Silver-Ticket. Es gibt natürlich noch bessere Tickets, Platin- und VIP-Tickets oder so ähnlich, wo man dann halt noch in einem, ja, in einem speziellen Raum sein darf, wo man dann wirklich nochmal intensiv andere Leute kennenlernen kann und eventuell auch noch mit Christian, also Christian Bischof selbst reden kann. Ja, für mich hat erstmal das normale Ticket ausgereicht. Ja, das Seminar an sich, wie kann man es beschreiben? Es ist schwierig, etwas darüber zu erzählen. Man muss eigentlich dabei gewesen sein. Also man kann jetzt natürlich ein paar Dinge wiedergeben. Ich könnte jetzt auch theoretisch Videoaufnahmen zeigen. Vielleicht habe ich die auch schon reingeschnitten, das weiß ich nicht, je nachdem, ob ich das copyright, also urheberrechtlich machen darf. Habe ich das vielleicht gemacht?
Aber wenn ihr euch das anschaut, dann denkt ihr manchmal auch bei einigen Aktionen, was ist das denn für eine Sektenveranstaltung? Ja, also im Endeffekt, gut, ich darf das, glaube ich, ja. Also viele Sachen sind ja urheberrechtlich geschützt, deswegen darf ich jetzt hier so die Unterlagen gar nicht so groß zeigen. Also man bekommt hier halt diese Mappe, die Unterlagen habe ich jetzt schon rausgeholt. Darin befindet sich ein Block zum Schreiben. Ein ganz normaler Block hier, kann man was draufschreiben. Dann befindet sich hier drin noch Werbung natürlich. Es gibt hier noch so ein paar Karten, die man ausfüllen kann. Dann gibt es hier noch eine Meisterliste, wo man seine großen Projekte draufschreiben kann, Zwischenziele und so weiter, also für sich selbst. Es gibt hier zwei Drucke davon. Ein bisschen Werbung, eine Einleitung. Und dann gibt es hier, die darf ich auch zeigen, weil die gibt es auch auf der Homepage, die Pyramide. So die Kunst, dein Ding zu machen. So, also die Bausteine wurden halt in diesem Seminar behandelt. Es gibt also mehrere Ebenen und behandelt wurden folgende Bausteine. Eigenverantwortung, Selbstvertrauen, Disziplin, Prioritäten, Ziele, Ausdauer, Neugier, Umfeld, Umgang und Sinn. Wobei wir Prioritäten hier jetzt nicht mehr geschafft haben, sogar in der Zeit. Das wurde dann halt weiter nach hinten verschoben. Genau, das wollen wir auch noch angucken. So, dann gibt es dann halt im Endeffekt den Plan, wie du dein Ding machst. Das weiß nicht, ob ich das zeigen darf, aus urheberrechtlichen Gründen. Genau, im Endeffekt hier von Christian Bischoff, das ist hier seine... Das Poster quasi, genau, mal Pyramide Lebenswerk, da sind nochmal alle Elemente drauf, könnte man sich aufhängen. Auf der Rückseite kann man dann hier noch ein paar Punkte aufschreiben. Ja, so, was hat man in der Zeit gemacht? Natürlich gibt es immer einen Vortragsbereich, wo halt Christian dann viel erzählt zu den einzelnen Punkten, und Tipps gibt und auch immer viele Zuschauer mit einbezieht durch Aktionen, da komme ich gleich nochmal zu. Und aber halt auch fragt zum Beispiel, wer hat aktuell einen Schicksalsschlag hinter sich? Kann gesundheitliche Gründe haben, kann auch berufliche Gründe haben und so weiter. Wo dann halt auch einige aufstehen und er sucht sich dann einen aus dem Publikum raus. Der bekommt dann ein Mikrofon und der muss dann erzählen oder kann erzählen, was ihm dann passiert ist. Und Christian versucht das dann so ein bisschen zu analysieren und stellt ihm Fragen und so weiter. Und das ist dann auch sehr emotional zwischendurch. Was mir sehr gut, aber trotzdem gefallen hat, also ich fand es sehr schön, auch, dass er da wirklich Leute einbezieht und dass er denen auch hilft. Und man hat wirklich das Gefühl, dass Christian das ernst meint. Also nicht nur, dass das irgendwie Geldmacherei ist oder so, sondern er will wirklich den Menschen helfen. Er hat natürlich auch Werbung gemacht für seine Folgeseminare, die dann deutlich teurer sind. Ein Seminar kostet dann normalerweise 2.000 oder 3.000 Euro, weiß ich jetzt gerade nicht. Da an dem Tag bekommt man das natürlich vergünstigt zum Preis von einem Seminar. Ich glaube, im Endeffekt kriegt man dann drei Seminare für 3.000 Euro und noch ein paar Sachen mehr dazu. Da habe ich echt schon drüber nachgedacht, ob ich das machen soll, aber ich möchte jetzt erstmal natürlich dann umsetzen. Ja, genau, Aktion. Was haben wir für Aktionen gemacht? Also man musste zum Beispiel für die Aktion musste man aus seiner Komfortzone rausgehen, man musste fremde Menschen umarmen, man musste sie massieren, oder aber halt auch reden. Zum Beispiel musste man sich eine Vision aufschreiben. Wo sieht man sich in 10 Jahren zum Beispiel? Und diese Vision muss man am Ende dann auch jemandem erzählen. Jemanden, den man halt nicht kannte. Und genau, denn dadurch, dass man es ausspricht, ist es halt noch was ganz anderes, als wenn man es wirklich nur aufschreibt und für sich behält. Naja, auf jeden Fall, ich fand es sehr interessant. Vielleicht werde ich das in einem Seminar nochmal besuchen. Ich werde natürlich jetzt versuchen, das umzusetzen und ein bisschen so auf mich wirken zu lassen. Ich wäre aber auch bereit, das Seminar dann nochmal zu machen, nächstes Jahr zum Beispiel. Dann würde ich dann vielleicht auch so durchstarten, wenn ich sage, ich brauche noch Unterstützung, dass ich dann sage, ich nehme die anderen Seminare auch noch mit. So, aber eine Übung wollte ich nochmal kurz erzählen. Es ging darum, also man befand sich in einer Gruppe, die Leute kannte man nicht, weil jedes Mal, wenn die Pause ist und wenn man dann wieder reinkommt, sollte man sich neue Plätze suchen. Das habe ich dann natürlich auch gemacht. Ich saß also immer bei anderen Leuten dann in der Gruppe.
Also man musste dann, die erste Aufgabe war, oder eine der ersten Aufgaben war, dass man sich vor diese Gruppe stellt. Das waren 15 Leute, glaube ich, immer pro Gruppe. Maximal. Und dass dann jeder andere in der Gruppe über dich auf einen Zettel schreibt, was ihm als erstes einfällt, wenn er dich sieht. So, ich habe hier auch diese Zettel bekommen. Und was mich da sehr gewundert hat, was zwar schon zweimal auch genannt wurde, oder was halt öfter genannt wurde, ist sowas wie Teamleiter, starke Persönlichkeit, Zielstrebigkeit, genau, Zielstrebigkeit wurde öfter genannt, ja, das wurde sehr oft genannt sogar, dass ich also wirklich so eine Ausstrahlung hätte. Und das hat mich ehrlich gewundert, weil ich bin eigentlich so, dass ich über mich selber denke, dass ich mehr so zurückhaltend bin und eher so denke, dass ich nach außen hin eher in mich gekehrt wirke und auch so gar nicht zielstrebig, eher so nicht Selbstvertrauen ausstrahle. So, aber das scheint ja dann doch irgendwie anders zu sein. Also man hat mit den Leuten nicht vorher gesprochen, also es geht jetzt wirklich nur um das Erscheinungsbild, die Ausstrahlung, wie man vielleicht steht, wie man guckt und so weiter. Ja, das finde ich sehr interessant. Ja, das war's mit diesen Worten. Verabschiede mich auch für diesen Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn euch das Thema Persönlichkeitsentwicklung auch interessiert, schreibt es in die Kommentare. Ich mache gerne auch dazu noch weitere Videos. Werde ich sowieso machen, ob ihr es reinschreibt oder nicht. Deswegen wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis bald. Ciao.